Hallo liebe GC-Fans, es ist wieder Derby-Zeit und heute zeigen wir am Heinz und am Emil, wie man richtig Zürichdeutsch redet. Also Heinz, kannst du mal anfangen lesen bitte? Immer vor einem Match gibt es einen Apfel ohne Bütschki. Weißt du, was das heißt? Immer vor dem Spiel gibt es einen Apfel ohne Bütschki, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was hat es in einem Apfel drin? Kerne wahrscheinlich. Ja. Also im 1-1 zusammengezählt. Okay, na, es ist, ist doch zum Verstehen. Ja, Emil, you know, you have any idea what does it mean? I guess, like, immer is like always, right? Like, always before the match, I don't know, eat an apple without the shell around it. You should peel it. No, okay. But it was pretty close, actually. Okay. Yeah, Bütschki, I don't know how to explain it in English, the Kern, I don't know. It's the core. Core, ah, yeah, okay. Without the cores, okay. Yeah. Okay. So, cool. Yeah, both of us actually were very close. Also Emil, bist du bereit? I'm ready. Okay. Wenn ich es Tunnel mache, sage ich nicht excuse. I don't know, I probably pronounced that really wrong, but I guess it means when you make a tunnel on someone, like, yeah, between the legs, you should say, like, excuse me. Actually, it means totally the opposite thing, that when you play a tunnel to another player, okay, you should not excuse. Ah, you should not excuse yourself. Exactly. Okay, okay. But again, very close. You're good, eh? Also, Heinz, kannst du weitermachen? Ich lag keine Spitzkugel inne. Ich lasse keine. Ja. Inne hinein, ja, oder rein. Was ist Spitzkugel? Spitzkugel ist natürlich das wieder. Spitzkugel ist natürlich wieder ziemlich. Nein, das ist doch ganz einfach. Spitzkugel. Ach so, ein Spitzschuss mit der Pike. Ja, genau. Ah, na, siehst. The word in Swedish is a torpai for this Spitzkugel, I think. Yeah, but we are learning Zürichdeutsch now. It's not, huh? I'm sorry, I apologize. Zürichdeutsch. I'm sorry. Okay. Also Emil, du bist wieder dran. Yes. Ich mache einen geilen Topf mit dem Grind. Was hat er gesagt? As I'm saying, I cannot pronounce it. But yeah, okay, one more time, yeah, so everyone out there can laugh a little bit more. Ich mache einen geilen Topf mit dem Grind. It's maybe I make top jump over the fence. No, I don't know. Verstehst du also das? Ich bin das erste Mal ideenlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach einen geilen Topf. Ja, ich mache einen geilen Topf. Aber Tor? Topf ist ein Tor, oder? Topf ist ein Tor. Ja. Okay, a goal. Goal? Ja, mit dem Kopf wahrscheinlich. Grind. Okay, ich mache einen geilen Topf mit dem Grind. Sehr gut. Vom Emil hebe ich jede Penudle. Vom Emil halte ich jeden Ball. Nein. Penudle? Hebe heißt halten. Isst du gerne Nudeln? Hebe jeden. Isst du gerne Nudeln? Ja, eigentlich schon. Yes. So wie Penalty bei uns. Aha, Penalty. Penalty. You understand? Yeah, I thought I was gonna make him some noodles or something. I'm waiting for the invitation. Ja, ja. Oh, verstehst du, oder? Verstehst ja, jetzt verstehe ich. Also gut. Vom Emil macht's halte Klick. Ich jeden Elfmeter. Ja, genau. Ah, richtig, ja. Gut. Okay, my number 3. Mache mir de Sack zu. And then it's an exclamation point. So I think it's like something someone is shouting. Maybe like, make the tackle now. Or it's not bad. It's not bad. But like, it is like, make the sack is the tackle? Or the, if it's like 0-0 and you want to score, okay, then you want to make the sack zu. Okay, like the finishing score or the, yeah, the finishing score. Okay, yeah. Okay. Understand? Yeah. Can I say it again? Mache mer de sack zu. Or mache mer, I don't know. Mache mer. Yes. Yeah. Well, thank you, Mergo. You're welcome. Also, thank verstehst du jetzt ein bisschen mehr von dem? Ist es gut für dich? Ja, ja, ist gut, ist gut. Für dich ist ja auch alles in Ordnung oder verstehst du noch etwas nicht? Ich verstehe alles. Verstehst du alles? Ich verstehe alles. Das ist gut. Ja. Wollt ihr euch noch bedanken bei den Fans? Oder? Danke für eure Unterstützung. Danke für die Unterstützung.
Danke für die Unterstützung. Und bis am Sonntag. Und bis am Sonntag. Letzter Grund. Willst du auch noch etwas sagen? Ja, klar. Bis am Sonntag und hoffentlich alle im Stadion. Und ja, wir bauen auf eure Unterstützung. Auf die 3 Punkte. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ob geht's eh? Ob geht's eh?